Hallo und herzlich willkommen zurück zu Demon Hunter 3, die Offenbarung. Hier ist Sabine die Cat. Und wir haben das letzte Mal schon die Puppe geholt. Hier oben ist noch ein Bild, Nummer 3. Schauen wir sich hier ein bisschen um, rechts mal her, bevor wir hochgehen. Dann nehmen wir die Säge mit. Und hier hinten haben wir einen Schleifstein. Gehen wir hier links rüber. Da haben wir wieder ein tolles Drehrätsel. Löse das Minispiel, indem du die Stücke drehst, um ein Bild zu formen. Dann fangen wir mal hinten an. Dann bekommen wir ein Feuerzeug. Jetzt gehen wir rauf ins obere Zimmer. Da sehen wir mal, dass wir nichts sehen. Gut, das heißt, wir gehen zurück. Gehen in die Mitte hierher. Mit der Säge können wir die Gitterstäbe durchsägen. Dann bekommen wir eine Kette. Gehen weiter zurück. Zum Briefkasten. Mit der Zange können wir den öffnen. So, dann kriegen wir einen Brief mit einer Münze. Gehen wieder zu den Kirchenruinen. Zu der Lampe hier rechts oben. Mit der Münze können wir die abmontieren. Wieder einen Schritt zurück. Links zum alten Brunnen. Zum Baum hier rechts her. Mit dem Meißel, beziehungsweise dem Eispickel hier. Können wir die Rinde wegmachen. Dann tropft das Harz drunter. Da füllen wir jetzt unsere Laterne auf. Haben wir Laterne mit Harz. Die können wir jetzt mit dem Feuerzeug anzünden. Dann gehen wir wieder zurück in das obere Zimmer. Links hier können wir jetzt die Laterne aufhängen, beziehungsweise herlegen. Dann bekommen wir einen Dietrich, einen Kessel. Mehrere geisterhafte Kreaturen sind in den Straßen von Roseboro gesichtet worden. Skeptiker sind überzeugt, dass es normale Menschen sind, aber viele sind auch der Meinung, dass es etwas anderes sein könnte. Dann haben wir die nächsten Sammelobjekte. Hier auf der linken Seite die nächste Münze Nummer 3. Und auf der rechten Seite unten haben wir Puppe Nummer 4. So, jetzt drehen wir den mal um. Gut, da können wir momentan nichts mehr machen. Wir schauen hinten her. Da können wir den Schleifstein gleich einfügen. Und wir nehmen das gebogene Rohr mit. Dann gehen wir einen Schritt runter. He's dead. Oh, I need to hide here until the police arrive. You go on. I will wait for you here. Gut, wir schauen uns das Wimmelbildspiel hier an. Wir müssen Teile suchen. Dann fangen wir mal an, da hinten. Dann haben wir die Rose. Die Kette.
den Griff, die Gießkanne. Hier fügen wir das Medaillon ein. Dann haben wir den Griff für die Schaufel. Karotte. Kleeblatt. Und hier oben die Schnecke. So, wir bekommen einen Drehgriff. Gehen wieder zu der Presse her. Da kommen jetzt die Mandeln rein. Und der Drehgriff obendrauf. Dann erhalten wir Öl. Gehen raus. Zum alten Brunnen. Da fügen wir jetzt die Kette ein. Nehmen die Glasschüssel und die Kelle. Dann haben wir Säure. Gehen jetzt vor das Haus. Nehmen uns das Zahnrad mit. Gehen wieder zu den Kirchenruinen vor. Zum Aufzug. Da kippen wir mal die Säure drüber. Und das Öl. Dann kommt das Zahnrad gleich hier dazu. Platziere die Zahnräder in der richtigen Reihenfolge, sodass sich jedes von ihnen am Ende dreht. Das Ziel ist es, das untere sich drehende Zahnrad mit dem oberen statischen zu verbinden. Gut, dann fangen wir mal an. Der erste Hinweis ist ja, dass wir blau brauchen. Dann brauchen wir das hier. Das große kommt hier rein. Das kleine gelbe können wir schon mal hier oben platzieren. Dann kommt das blaue. Und zu guter Letzt das rote. Und so soll das Ganze dann ausschauen. Und dann geht's runter in die Katakomben. Auch hier wieder Sammelobjekte. Hier oben Münze Nummer 4. Links in der Hand Schriftrolle Nummer 4. Schauen wir uns das Wimmelbildspiel näher an. Wir brauchen eine Holzpuppe. Yin und Yang. Wetzen. Gewicht. Telefon. Pistole, Maske, Schere. So, jetzt müssen wir warten. Das ist der Brief. Der gehört hier hinten hin zum Schild. Dann haben wir das gerahmte Bild. Nehmen uns jetzt ein Streichholz raus. Dann sehen wir hier hinten die Sonne, die Eicheln und Yin und Yang ist hier hinten. Das hat sich gerade wieder verändert. Müssen wir ganz kurz warten. Und dann haben wir alles beisammen. Die Maske. Dann gehen wir rechts rüber zum Tisch. Nehmen das stumpfe Messer mit. Als die Menschen noch an Dämonen glaubten, schützten Amulette die Menschen vor dem Bösen. Ein spezielles Amulett, das auch Dämonenbezwinger genannt wurde, ist das mächtigste dieser Amulette. Dann legen wir hier oben mal unser Rohr hin und den Hammer. Schauen sich hier links mal genauer um.
Da können wir jetzt die Truhe mit dem Dietrich öffnen. Dann haben wir hier Kabel. Und dann Schlüssel. Mit dem Schlüssel öffnen wir rechts den Schreibtisch. Dann bekommen wir eine Sicherung. Das fügen wir jetzt alles hier vorne ein. Zuerst einmal die Sicherung, das Rohr und das Kabel. Und dann kurbeln wir. So, wir haben jetzt einmal Strom. Ich würde jetzt gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir darauf gehen. Rauf ins obere Zimmer, da werden wir jetzt mal das Messer noch schleifen. Schalten wir wieder zurück. Wieder runter in die Katakomben. Rechts her mit dem Messer können wir den Sack da unten aufschneiden. Okay, das brauchen wir dann später. Dann gehen wir zum Seitenweg. Dann haben wir das nächste Wimmelbildspiel vor uns. Jetzt müssen wir wieder Teile suchen. So, jetzt fehlt uns noch ein Amulettteil hier oben. Und noch eins. Hier. Dann sollten wir alles haben, was wir brauchen. Totenkopfscheibe. Auch hier gut versteckt. Münze Nummer 5, hier bei dem grünen Zeug. Dann schauen wir ganz links rüber. Da halten wir eine Flasche. Gehen zur Statue, da fügen wir die Maske ein. So, dann kriegen wir den Griff Nummer 1. Gehen zum Tor. Da können wir jetzt unsere Scheibe einfügen. Die Farben der Kristallhälften entsprechen den Symbolen auf den Sternen. Drehe die Sterne, bis alle Kristallhälften aufeinander abgestimmt sind. Wir brauchen hier oben grün. Und auf der rechten Seite rot und lila. Dann gehen wir weiter zur Kapelle. Der linken Seite die nächste Puppe Nummer 5. Dann schauen wir sich das Wimmelbildspiel auf der rechten Seite genauer an. So, wir nehmen einmal links her. Dann nehmen wir den Löwen mit. Hier haben wir den Türgriff. Schauen wir sich oben die kleine Truhe genauer an. Da bekommen wir ein Messer. Können schon mal den ersten Löwen einfügen. Schauen wir nochmal links her, da können wir das Messer unterstellen. Dann bekommen wir Truhenteil Nummer 1.
Rechts können wir den Türgriff einfügen. Dann erhalten wir den Griff für ein Rad und den Löwen Nummer 2 und Truntel Nummer 2. Rechts können wir jetzt hier den Griff einfügen. Dann erhalten wir Löwen Nummer 3. Die fügen wir oben bei der kleinen Truhe ein. Kriegen wir einen Schlüssel. Den Schlüssel brauchen wir hier auf der rechten Seite. Dann haben wir Truhenteil Nummer 3. Die kommen hier unten rein. Und wir kriegen den Hebel Nummer 2. Schauen wir zu der Uhr. Mit dem Tuch können wir die Glasscherben weggeben. Dann kriegen wir eine Schaufel und eine Saugpumpe. So, dann gehen wir raus in die Katakomben. Und rechts her mit der Schaufel holen wir uns jetzt das Herbizid. Gehen vor zum Seitenweg. In die Mitte hierher zu dem Topf. Da kommt das Herbizid rein. Glasflasche. Und jetzt kommt da noch der Sprüher drauf. Und dann können wir die Dornen in Angriff nehmen. Fügen wir jetzt die Griffe ein. Finde die richtige Sequenz heraus, um die Tür zu öffnen. Dann fangen wir mal hier an. Gleich darüber. Ganz oben. Ganz unten. Und links. Das war der erste Teil, jetzt kommt der zweite. Da fangen wir ganz unten an. Ganz oben. Wieder runter. Darüber liegend. Und links. So, dann ab mit uns. Were you looking for someone else? So, willkommen im Gefängnis. Wir haben hier vorne Puppe Nummer 6. Gehen in die Mitte her. Dann nehmen wir die Kerze mit. Und die können wir auch gleich auf der rechten Seite anzünden. Schau mal rechts oben. Nehmen wir den Griff schon mal mit. Hier unten haben wir einen Stock. Damit können wir die Spinne hier oben verscheuchen. Nehmen den Schlüssel mit. Gehen links zum Tisch. Nehmen das Emblem mit. Sonst irgendwas noch zum Mitnehmen? Die Schüssel. Gut. Dann gehen wir zum Tor. Are you all right? Oh, I followed the goblins when they brought this poor man here. It's truly unfortunate what happened to him.
Don't worry. I'm a demon hunter. I'm on your side. You are a demon hunter too. Huh. How odd. I was sent here by the order to check out the situation. The events here are obviously the work of a demon. What do you mean you've never heard of the order? Well, when this case is over, I will tell you everything about it. Yeah. I've seen a little girl being taken away towards the castle. Here, take my weapon. Don't worry about me. I know how to take care of myself. I will join you once I've dealt with the situation here. So, dann nehmen wir uns die Armbrust mit. Und auch hier gibt es wieder eine Münze, Münze Nummer 6. Hier oben auf der linken Seite. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle mache ich wieder eine Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!